Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Das heutige Losungswort steht beim Propheten Jesaja, Kapitel 27, Vers 3. Ich, der Herr, behüte den Weinberg und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Für das Verhältnis Gottes zu seinem auserwählten Volk hat Jesaja offensichtlich ein Lieblingsbild. Das ist das Bild vom Weinberg. Des Herrn Weinberg ist das Haus Israel, heißt es in Kapitel 5. Einen Weinberg zu bewirtschaften ist sehr aufwendig. Dafür verspricht der Ertrag besonderen Genuss und Freude. Ich lade Sie heute ein, sich mit dem Prophetenwort in einen Weinberg zu begeben und sich da mal umzusehen. Was muss ein guter Wengerter alles tun für seinen Weinberg? Bei uns hier in Kusterdingen zeugen nur noch zwei Straßennamen vom früheren Weinbau, die Weinbergstraße und der Kelterweg. In Jettenburg gibt es noch im Wängert. Die aktuellen Weinbaugebiete im Landkreis Tübingen liegen von uns aus gesehen auf der anderen Seite der Stadt. Wie gut, dass der Kusterdinger Werner Ott mit seinem Bruder einen kleinen familieneigenen Weinberg dort betreibt, im größten Weinbaugebiet Tübingens, in Unterjesingen. Er hat mir erzählt, was er dabei alles so machen muss. Im zeitigen Frühjahr geht es los mit dem Schneiden der Reben. Drei bis vier Ruten lässt man stehen. Im März werden zwei der Ruten in einem Bogen nach unten gebogen und auf sechs bis zehn Augen zurückgeschnitten. Hier kommen dann die neuen Triebe. Vielleicht gibt es nochmal Frost, auch das ist zu bedenken, und bald muss man das erste Mal spritzen. Im Otschen Weinberg spritzt man nur biologisch. Ein Öl-Wassergemisch gegen die Pockenmilbe, und später im Mai wird in Wasser gelöstes Backpulver gegen Pilze gespritzt. Sehr wichtig ist es, im Weinberg vorausschauend und vorbeugend zu handeln, immer auf das Wetter zu achten, ist es feucht und warm, muss nachgespritzt werden. Wie alle Arbeit im Weinberg geht auch das Spritzen ohne Maschinen vor sich, denn die passen nicht in die engen Bahnen am Hang. Im späten Frühjahr geht es weiter. Der Weinberg muss gemäht werden, die Stämme immer wieder gesäubert, von Hand bricht man die Austriebe weg. Von einem Stock darf man nicht zu viel verlangen, wenn ein guter Wein entstehen soll. Wenn junge Reben da sind, müssen die Bahnen gehackt werden. Das schafft Werner Ott nicht alleine. Da kommt die ganze Familie zu einem Arbeitseinsatz zusammen. Im Sommer geht es weiter. Die Blätter müssen ausgebrochen werden. Wenn es feucht und warm wird, muss wieder gespritzt werden. Ein Weinberg braucht immer Beachtung. Es gibt keine Ruhe. Im Herbst endlich die Weinlese. Sie findet immer früher statt, letztes Jahr Mitte September. Ihre Trauben fahren die Otz dann zum Winzer, der den Wein daraus macht. Letztes Jahr gab es an einem Tag sogar einen Besen in Remmingsheim mit kleinen Speisen und eigenem Wein. Ich bin fasziniert. So viel Arbeit, so viel kulturelles Wissen und Erfahrung, so viel Liebe steckt im Weinberg. Kein Wunder, dass Jesaja dieses Bild so mag für das Verhältnis von Gott zu seinen Menschen. Aus ihm sprechen Sorgfalt, Verantwortung, Sorge und Stolz, die Gott für seine Menschen empfindet. Und wenn der Wein nichts wird, wenn das Volk nicht nach Gottes Willen lebt, Jesaja kennt auch die bittere Enttäuschung. Auch solche Bibelstellen gibt es. Wo sich über den Weinberg Gottes Zorn ergießt, wo sich Zerstörungsfantasien Luft machen. Aber heute ist eben das hier dran. Ich, der Herr, behüte den Weinberg und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Viele Jahrhunderte nach Jesaja hat einer das Bild vom Weinberg auch wieder besonders gerne gemocht. Vielleicht lag es daran, dass er ganz gerne Wein getrunken hat. Manche haben ihn sogar einen Weinsäufer genannt. Oder daran, dass er überhaupt ein Freund der sprechenden Bilder war. Jesus hat sich das Bild vom Weinberg kurzerhand genommen und gesagt, da, genau da hinein setze ich mich und euch, meine Lieben, gleich mit. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. In diesem Weinberg zu sein, an diesem Weinstock zu leben, ist auch für mich ein schöner, ja beglückender Gedanke. Behütet und beschützt, geliebt und wertgeschätzt und mit der Aussicht, dass mein Leben reiche Frucht bringt. Dieser schöne Gedanke begleite Sie heute in Ihren Tag. Und wenn Sie Zeit haben und in der richtigen Ecke des Kirchenbezirks wohnen, vielleicht auf einen Spaziergang durch die Weinberge. Es grüßt sie herzlich, ihre Pfarrerin Susanne Fleischer aus Kusterdingen.